stell mal vor, heute ist der ganze S-Bahn-Betrieb eingestellt. Das ist einfach so. Ja. Ich habe meinen eigentlichen dicken Reisekoffer im Zug drin gelassen, der jetzt auf dem Weg nach Köln ist. Und, ach, jetzt geht die Verarschung wieder weiter. Was geht ab, meine Freunde der Kirmesunterhaltung? Ich muss beweisen, dass das mein Koffer ist. Boah. Das kann nicht wahr sein. Infinity hat keinen Looping bei uns. Man darf gespannt sein. Herzlich willkommen zu einem neuen Tour-Vlog von Vergnügungsparadies. Wieder, wie immer, mit dabei, Kirmes Junkie. Danke. Und wir sind schon wieder unterwegs und freuen uns auf eine absolut ausgiebige Hessentour. Richtig. Und haben vor, die Dippemess zu besuchen. Dippemess, weiter geht's mit Rheinfrühling in Mainz und ein großes Finale im Holiday Park in Haslo. Gut. Darum quatschen wir heute mal gar nicht so viel bei der Einleitung und sagen einfach viel Spaß. Viel Spaß. Alles Weitere wird man ja im Verlauf der Reise richtig sehen. Ne? Freut euch mit uns. Du weißt, dass Aufstehen ist, ne? Ja. Ja. Voll. Ja! Nein, ich bin kurz vor 6 ging durch mein Wecker. Ich glaube, ich habe eine Stunde nur gepennt. Oh Gott, das ist das Schlimmste. Ja, guten Morgen. Zieht sich statt Kaffee morgens diese Chemokacke rein. Und damit wird er mir gleich im Zug wieder ein hysterisches Bündel sein. Hey, Party, wir fahren auf der Kirmes. Yeah. Gesittet sitze ich hier und trinke meinen morgens Kaffee. Und habe nur eine Stunde geschlafen. Das zwei. Vielleicht zwei, aber höchstens. Und das wird sich durch den ganzen Vlog ziehen, optisch. Oh, 6.47 Uhr, genau 13 Minuten. 13 Minuten. 1:03 gehen wir hier los. Zum Bahnhof, Hauptbahnhof Berlin. Von dort aus, haltet euch fest, fahren wir mit dem ICE. Ja, ihr habt richtig gehört. ICE nach Butzbach. Haben sich einige gefragt, was willst du da? Tja, Butzbach. Wo fährt man hin, wenn man in der Nähe von Butzbach ist? Na klar, Dippemess Frankfurt. Boom, boom. Das darf nicht wahr sein. So ein Scheiß, da sagt man erst noch aus Spaß im Dings. Stell mal vor, heute ist der ganze S-Bahn-Betrieb eingestellt. Und das ist einfach so. Ja. Und jetzt können wir sehen, wie wir schnell, weil das könnte sein, dass man das echt knapp wird. Ein Glück. Also, so wie es aussieht, haben wir es gelöst. Ja. Wirklich. Das ist doch verrückt. Er sagt vorher noch, das wäre so der Horror, wenn jetzt alle S-Bahnen ausfallen würden. Wir kommen an, sehen einfach, scheiß, keine einzige S-Bahn fährt, keine. So, die geniale Idee ist, in Berlin, es gibt auch REs, die fahren trotzdem und zufällig fährt jetzt einer und der wird auch am Hauptbahnhof dann halten. Darum hoffentlich kommen wir jetzt doch relativ pünktlich noch zum Zug. Ist ganz unbewusst. Der ist so verstaubt, ich sehe gar nicht. Also, ich wüsste ja, wie man den sauber macht. Ja, das kann ich auch was lesen. Voll, ey, das sind so die Schmuddelkinder aus Berlin, sind wir. Ich glaube, diese ganzen Besten. Das Einzige, was da sauer ist, sind die Videos. Come and get this, get so reckless. I'm the Ice Cube, so chickadee, check this. No MCs, diggity, disrespecting. I'm on the mic, say yes, I'm not second. I'll be in first place, like a birthday. Say leave and all the ladies thirsty. Other MCs say yes, you can't hurt me. I'll be the one, say this ain't the first day. So, unsere Tour kommt schon wieder ins Stocken. Diesmal hängen wir in Wolfsburg. Das ist die erste offizielle Station gewesen nach Berlin. Also Berlin-Spandau und dann Wolfsburg. Wir haben jetzt 9 Uhr, waren ungefähr 1,5 Stunden Fahrzeit und
Der Zug wird nicht in Hannover, wo wir hätten umsteigen müssen, halten. Das heißt, wir wurden hier rausgeschmissen mit vielen anderen und müssen jetzt eine Dreiviertelstunde warten auf einen anderen ICE, der dann direkt nach Kassel halt runterfährt. Zwei Probleme heute schon mit der Deutschen Bahn gehabt. Wirklich. Anzeige ist raus. Da ist es wieder. Alle haben drauf gewartet. Das ist echt. Übrigens, hier gibt es irgendwo. Scheiße, ich glaube, Dominik, ja, du bist heute nicht in Reck. Doch. Bin. Ach, jetzt geht die Verarschung wieder weiter mit Dominik. Man muss mal erklären. Also, Dominik, an dich. Wir haben dich übelst verarscht. Das auch hier jetzt noch nicht. Wir sind noch lange nicht so. Ach, stimmt, wir wollten es ja da sagen. Da war ja was. Fail-Situation. Wir sind immer noch in Wolfsburg und. Es ist mir so unfassbar peinlich, aber es hat ja was damit zu tun, dass wir da so spontan aus dem Zug rausgeschmissen wurden. Die Bahn ist schuld. Naja, das wird die Bahn anders sehen, aber ich habe meinen eigentlichen dicken Reisekoffer in der Bahn im Zug drin gelassen, der jetzt auf dem Weg nach Köln ist und ich weiß gar nicht, wie man da verfährt bei der Bundesbahn. Ob ich dann nach Köln muss, um den da zu holen oder habe ich das sehen, gut. Jetzt geht's erstmal runter. Es ist echt eine Katastrophe, ey. Jetzt bin ich gepäcklos. Ach, wird er eh erst telefoniert. Zwischenlage. Junkie macht das, was er am liebsten macht. Chickenburger von McDo essen. Und ich kümmere mich weiterhin um die Wiederbeschaffung meines Gepäckstücks. Was eine komplette neue Tourplanänderung ergibt, dass wenn wir jetzt bei mir in der Heimatstadt ankommen werden, uns ins Auto setzen, nach Köln fahren, den Koffer holen dort am Bahnhof, weil er dort dann in die Fundstelle gebracht wird und wir dann, damit es nicht komplett umsonst war, nach Recklinghausen zu Palmkirmes fahren und ich kann endlich, mein Traum wird wahr, ich kann Infinity fahren. Genau. Und Dominik, wir wollten dich wirklich verarschen, aber so richtig. Also wir wollten in diesem Vlog sagen, wenn wir in Frankfurt sind, wir haben dich verarscht. Aber so schnell wird aus eine Verarschung, wir fahren eiskalt nach Recklinghausen. Das ist echt verrückt. Wir wollten wirklich verarschen. Und alle haben mitgemacht, wirklich. Spanemann hat mitgemacht, der FIFA-Kante hat mitgemacht. Alle. Aber es ist ja doch irgendwie rausgekommen jetzt am Schluss. Mhm. Ja, da gab es ja irgendein ein Verräter und ein Leck im großen Lügengespräch. Gespinst. Auf jeden Fall, jetzt höre ich erstmal auf, dich zu fahren. Wir sind jetzt in Gießen am Bahnhof. Und ja. Der Hubi regelt gerade noch ein paar Sachen wegen seinem Gepäck, was er vorhin in Wolfsburg, weil wir mitbekommen haben, mussten wir in Wolfsburg aussteigen. Herzlich willkommen bei der Funkstelle. Alles ist besetzt. Ja, dann lass mich doch einfach in der Warteschleife. Dann kann ich doch. Und laber nicht so eine Scheiße, ey. Ich wollte eine kräftezehrende, katastrophale wir sind Reise. Da. Spendet Leipzig uns eine hin. Urkunde, bitte. That's Butzbach in Hessen. My small hometown. Der Butzbacher Bahnhof. Mit Vorplatz. Und jetzt latschen wir noch 5 Minuten. Und dann, dann geht's ja eigentlich auch schon wieder gleich weiter. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Köln, um seinen Koffer abzuholen. Und ja, anschließend geht's nach Recklinghausen. Zur Palmkirmes. Yeah. Yeah! Und vielleicht, wir wissen doch nicht, bekommen wir noch Zuwachs von einem Kirmes- und Freizeitpark-YouTuber, der auf diesem Kanal so noch nicht zu sehen war, aber schon erwähnt wurde. Auf jeden Fall, let's go! Thank you.
geht ab. Die ganze Zeit hinter mir her. Genau. Alles fit? Ja, klar. Freude. Und meine Freunde, kennt ihr den? Das ist der Kirmes-Junkie. Immer schön am Heroin suchten. Ja, klar. Was geht ab? Und eine Kippe. Nichts gilt, was ich muss beweisen, dass das mein Koffer ist. Boah. Was geht ab, meine Freunde der Kirmesunterhaltung? Was geht ab? Theme Park Hunter von Haus hier. Yeah! Peace. Peace! Wir haben den Koffer jetzt zurück nach ewigen Diskutieren. Recklinghausen, ahoi, Infinity, ich komme, wir kommen. Yeah. Grüße gehen raus an Kirmes Crazy. Ja, Dominik. Stimmt ja, schon wieder vergessen, dass es ja darum auch noch geht. Ja, da war ja auch noch was. Wir sind da. Ich freue mich gerade so riesig drauf, einfach. Leute, Recklinghausen, ihr seid so leise. Wollt ihr alle nochmal? Check one, gonna ride the sound. I said the two bad boys, how'd you like me now? What's that? Check it back. One time, MCs to rhyme the session. Smoked out weed, your eyes go Chinese. Like a Chinese lady, call it Siamese. Can I get that rhyme, please? So, warum wird denn sowas nie auf dem Wintertraum? Kommt du mal zum Wintertraum? Ladies, they nagging me. You got 16 bullets in a magazine. Because that's me, yes, you're about the town. But I'm an MC, son, I'm about to sound. It's like, come and get this, get so reckless. I'm the Ice Cube, so chickadee, check this. No MCs, diggity, disrespecting. I'm on the mic, say yes, I'm not second. I'll be in first place, like a birthday. Say leaving all the ladies Thursday. Other MCs, say yes, you can't hurt me. I'll be the one, say this ain't the first D. I'ma keep coming, the beat's so stunning. I'll be the one on the mic, I'm a young and say late. Make Sydney, no, not from Dublin. Say cash money and it's Dublin. So yes, with the B.I.G. You got a ticket and you're chilling in the... Dominik, ich wünsche mein Onride von dieser Rutsche. Und so lustige Geschäfte, die ich noch nie mein ganzes Leben gesehen habe. Aber gut, wirklich sehr schön. Ein herrlicher Tag. Yes, and I'll track you down just like a bloodhound with a sick MC. I'm on the new sound. Everybody asking how's he do now. 50 million views on the YouTube now. So I'm gonna get it in and I'll get it. Yes, I said you gotta take videos in the internet. It's suicidal to do that. Hanti hat uns verlassen. Was? Hanti hat uns verlassen. Ja. Aber see you again. Die Tage. Geil, auch war halt einer der Quad, aber war richtig geil. Was war das Beste? Alles. Der Luftschutzbunker. So, es ist soweit. Endlich! Justin, Kirmes Junkie wird seine erste Infinity-Fahrt fahren. Ready. Es ist einigermaßen okay mit der Anstehzeit. Alle Bügel sind hoch und alle eure Wertsachen aus den schwarzen Kisten entnehmen. Ja.
Es geht los! Handschuhe, Unterhosen, schwimmen, der Staub. Jetzt muss ich mich benehmen, bei der nächsten Runde werden wir gefilmt. Wenn das meine Mama sieht, gibt es ein Anschiss zu Hause. Ich bin gemalt. Jetzt kommt die Presse hier. So, festhalten, Junkie rechnet ab. Alter, ich krieg gleich einen Raster, weißt du, erst, das kann nicht wahr sein. Infinity hat keinen Looping bei uns gemacht, keinen Looping. Ich weiß nicht, Fantas, ich glaube, ich habe alles auf On-Ride, alles. Er hat keinen Looping gemacht. Er ist zweimal gefahren, er hat keinen, wirklich. 11 Minuten geschaukelt. 11 Minuten geschaukelt, keinen Looping, was soll das? Sind wir bei The Beast, wo man schaukeln und Looping machen ein Unterschied ist oder was? Jonas, was ist euer Problem? Wirklich ein bisschen schwach. Wirklich? Hashtag Hate Infinity. Nein, wenn ich irgendwann sehe, fahre ich nochmal, aber ey, das kann nicht wahr sein. Wir wären so gerne auch so Spielehelden, aber wir sind es nicht. Spanni-Straße. Spanni-Straße, wo die berühmt-berüchtigten Spanni-Männer wohnen. So, also wir sind jetzt hier irgendwo, im Nirgendwo. Spannemann Junior. Wir gehen jetzt aufs Klo. Ja, ich bin da, hallo. 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 Geil. Ja, sehr gut. Das?